Superstar. Und Susanne kann man nicht einfach auf der Straße treffen. Das würde gar nicht gehen, weil die alle überfallen würden. Susanne trifft man am besten im teuersten und ältesten Hotel der Stadt. Hier im legendären Taj Palace Hotel habe ich mich mit Susanne Bernhardt verabredet. Sie ist seit 10 Jahren eine feste Größe in Bollywood, spielt in Serien und Filmen und spricht mittlerweile perfekt Hindi. Außerdem ist sie mit einem indischen Schauspieler verheiratet. Aber auch sie musste lernen, dass hier etwas anders gearbeitet wird. Es gibt hier so einen Ausbruch, das heißt Garam Set, also Garam Script. Das kommt ganz heiß aus dem Drucker. Das heißt, das Papier ist noch warm. Das heißt, du kriegst das Papier und dann nimmst du das Papier und guckst einmal drauf und dann steht der Assistent schon da. Chente, Alec, ja, okay, Cello. Also da liest du eigentlich deine Sätze auf dem Weg zum Set. Und wichtig, Bollywood ist immer Drama. Und 1973 kam ein Film raus, der hieß Bobby. Ja, und das war die Geburt von einem der berühmtesten Villains. Also einer der berühmtesten Bösewichter, ja. Prem Chopra. Der Regisseur ging zu ihm und hat gesagt, Prem, ich brauche einen Satz von dir. Einen Satz. Überleg dir mal was. Sowas wie James Bond. Was hat Prem gemacht? Er hat gesagt, Prem Nam Hemera. Prem Chopra. Das ist heutzutage, der Mann ist jetzt über 80, das ist heutzutage noch der Satz, der ihn zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Und komm, das können wir doch zusammen. Nee. Wir können einen auch böse machen. Kai Nam Herrera. Kai Böcke. So nett die Tipps von Susanne Bahn. Ich bin keinen Schritt weiter mit meiner Karriere als Bollywood-Schauspieler. Und mir läuft die Zeit davon.